Sie haben sich fein zurecht gemacht und sie sind stolz dabei zu sein. Sie bilden sich auf ihre Existenz etwas ein, doch werden sie nie mehr als ein Sandkorn in der Sahara in der Geschichte der Menschheit sein. Sie werden vielleicht eine Familie gründen und Kinder bekommen und damit ihre Gene weitergeben. In ihre kurze Lebensspanne werden sie vielleicht ein Haus erwerben oder sogar ein Haus selber bauen oder bauen lassen. Doch sie werden nie etwas Bedeutendes in ihrem Leben schaffen, nichts von bleibendem Wert. Einige werden vielleicht etwas erfinden oder ein paar Worte und Sätze der Menschheitsgeschichte hinzufügen. Doch alles ist nichts in der galaktischen Zeitrechnung. Es wird schon bald vergessen sein und ihre Häuser werden zerfallen sein. Sie bilden sich so viel auf ihre persönliche Existenz ein. Es grenzt an maßloser Arroganz ihrer Spezies und auch ihrer Person, dass sie glauben, in der Unendlichkeit des Seins spielten sie eine Rolle. Sie nehmen sich so wichtig und sie verachten ihresgleichen, die untätig herumsitzen und nur philosophieren können. Der Sinn ihres Daseins und was sie erschaffen haben, das wird in der Geschichte des Universums verloren gehen und zerfallen zu Staub. Und kein einzelner dieser Spezies wird gewürdigt werden können, denn sie sind zu unwichtig. Also auf was bildet ihr euch etwas ein? Wer seid ihr denn wirklich? Ihr seid so winzig, als dass man euch erwähnen wird im Buch des Lebens im Universum.